Hallo, willkommen zu einem weiteren Video über meine Comicsammlung. Heute soll es um diesen Schrank gehen. Der sieht ziemlich klein und unschuldig aus. Aber da steckt eine ganze Menge drin an Zeitschriften, Magazinen und Gesamtausgaben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal in der unteren Reihe anfangen, habe ich Pete Baggs Hate Comics im Schuber und auch Neat Stuff, den The Complete Neat Stuff von ihm. In Deutschland sind die damals veröffentlicht worden als, sagen wir, die Comics zu Grunge und Nirvana. Das war natürlich irgendwie relativ clever und irgendwie haben sie mich damit auch gekriegt. So richtig hatte das natürlich mit Nirvana nichts zu tun, außer dass der Held hier Buddy auch ein Flanellhemd trug und so weiter. Von Pete Beck habe ich jetzt hier noch ein paar andere Comics, Apocalypse Nerd, Sweatshop, Reset, Other Lives. Aber irgendwie hat Peter Beck es für mich nie geschafft, an etwas nach Neat Stuff und Hate zu machen, was an diese Sachen rankam. Also, die alten Sachen sind doch manchmal die besten. Wo wir schon von alten Sachen sprechen. Das sind hier die neuen Sammlungen der alten Comics von den Fabulous Freak Brothers von Gilbert Shelton mit diesem wunderbaren Cutout-Cover. Sehr schön gemacht. Die haben interessanterweise mit den relativ neuesten Comics angefangen und mittlerweile sind wir bei Band 4. Vielleicht ist auch schon Band 3 rausgekommen. Ich musste das mal nachchecken. Dann diese wunderbare Ausgabe von dem Treehouse of Horror von den Simpsons. Und das hat diesen Schuber, die englische Ausgabe. Könnt ihr sehen hier, Schuber mit Cutout und dem Cover, das hier im Dunkeln leuchtet. Also sehr toll gemacht, extrem toll. Gibt es auch eine deutsche Ausgabe, hat auch irgendwie so ein Cutout-Cover, nur ist das Cutout-Cover dann Teil des, ja, das ist dann halt das Cover, nicht der Schuber, so von Splitter. Dann gehen wir mal hier weiter. Bin ich selber ein bisschen neugierig, was denn in den Sachen sich hier verbirgt. Das ist ein bisschen Überraschungskisten hier. Musik zum Lesen. Oh, das wollte ich mir auch nochmal genauer angucken unter dem Aspekt eben Comics zur Musik. Da steckt bestimmt ein paar Sachen, interessante Sachen drin. Ich werde jetzt hier nicht auf die einzelnen Zeitschriften eingehen. Ich versuche aber mal so auf die wichtigsten Dinge einzugehen. Das war hier sehr witzig. Da haben die in Amerika zu dem Cartoonist Kayfabe, diesen wirklich mittlerweile größten Comic-Kanal, also zumindest was Underground-Comics angeht, Cartoonist Kayfabe, haben die ein Fanzine Wizard gemacht. Wer sich das hier, Cartoonist Kayfabe, unter anderem auch quasi Actionfigürchen zu den beiden Hauptprotagonisten ausgedacht und so weiter. Großartige Sache. Und zeigt auch manchmal, zu was hier die YouTube-Comic-Blase in der Lage ist. Also die englischsprachige ist natürlich ein bisschen größer, aber wir sind jetzt ja auch in Deutschland schon langsam wirklich ganz gut mit unseren Aktionen und, so, und Treffs und Preisverleihungen und was weiß ich. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal irgendwann so ein Magazin herauszubringen. Das hier hat direkt nicht mit Comics zu tun. Ich habe irgendwann mal so einen Stoß Zombie, also ein Magazin über Horrorfilme gekauft. Dann sind wir ja in Deutschland wirklich ganz gut gesegnet mit verschiedenen Comic-Magazin über, also Sekundärliteratur. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal integrieren sollte in meine Betrachtung über verschiedene europäische Comic-Magazine. Titanic, also
irgendwelche Werbeheftchen. Also das muss ich euch jetzt echt nicht zeigen. Was ist das? Das sind. Aber das ist schon interessant. Das neue Heavy Metal habe ich irgendwann mal mitgenommen und das sozusagen ein Themenheft. Oder war das ein Themenheft? Das war das Themenheft zum Psychedelic Spezial. Psychedelic, natürlich eine nette Umschreibung, vor allem drogenmäßig. Aber es ist auch sehr vieles, weiß ich nicht. Da muss ich mich nochmal rein vertiefen. Ich habe aber irgend damals beschlossen, also mit diesen beiden Versuchen ist es jetzt mal gut. Ein Comics-Info und ihr kennt mittlerweile den Cover-Künstler hier. Das ist nämlich Thomas Bunk da unten. Der hat das da für die gemacht. Und es gibt auch noch, das ist ein amerikanisches Comic-Sekundär-Magazin, Alter Ego über Jerry Conway. Das wichtigste Magazin, englischsprachige Magazin zum Thema Comics ist von Fantagraphics, The Comics Journal. Das ist das letzte, was ich hier bekommen habe, über Annie Koyama. Ich bin da ehrlich gesagt immer so ein bisschen auf dem Absprung. Ich habe da irgendwann mal ein Abo abgeschlossen, ohne dass es immer wirklich sichergestellt ist, dass man die nächste Ausgabe kriegt. Da sind endlose Interviews, also dieses Interview mit Annie Koyama habe ich mir auch wirklich durchgelesen. Sehr spannend, weil ihr jetzt sicherlich bei den letzten Videos gemerkt habt, ich habe sehr viel aus ihrem Verlag. Das war ein sehr spannendes Interview, aber manchmal geht es halt dann doch zu sehr ins Detail und ist zu selbstverliebt und so weiter. Ja, aber wenn ihr wirklich detailreiche Darstellungen über Comics und Comic-Künstler, die ein bisschen da draußen sind und nicht Mainstream sind, dann ist natürlich das Comics Journal eigentlich fast Pflicht. Aber ihr seht ja schon, das ist so ein dickes Heft über Healthcare, Disability, Illness und Comics. Ist natürlich ein interessantes Thema, aber ob man das jetzt ein ganzes Heft haben, so ein Themenmagazin, sich wirklich darüber mit beschäftigen will, ist so die Frage. Oder ob man ein langes Interview mit Simon Enselman lesen möchte. Ich, ja, natürlich, aber ist vielleicht auch nicht was für jeden. So, gehen wir mal weiter. Das sind noch ein paar andere Werbebroschüren im Prinzip, die ich nicht immer wegschmeiße gleich, sondern dann auch immer manchmal aufhebe. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, schnell abgehandelt. Das sind nämlich alte Comic-Szene-Hefte. Und die nehme ich doch gerne mit, wenn es die dann ein bisschen billiger gibt. Zum Beispiel hier mit Yoko Tsuno und so. Ein anderes Heft, was auch sehr interessant ist, um nicht zu sagen, vielleicht sogar die größere Empfehlung, das ist Reedition, weil wenn die Edition Alfons hier Themenhefte rausgibt, dann hat man immer was Substanzielles. Also hier in diesem Fall offensichtlich zu Batman. Eine Zeitschrift, die sich nur so sekundär mit Comics beschäftigt und die ich wohl irgendwie aus, ja, einfach beim Bahnhof mal mitgenommen habe für eine längere Zugfahrt, ist Camp, Magazin für Comic, Illustration und Trivialkultur. Das ist eigentlich ein Kandidat, um mal am Montag vorgestellt zu werden bei meiner Reihe mit europäischen Comic-Magazinen. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Comic-Szene, Comic-Szene. Fotocomics, ups. Auch etwas, was da vielleicht irgendwann mal verwurstet wird. Daneben Strapazin. Also ein Schweizer, aber auch deutsches Magazin. Also die haben Büros in Zürich und München. Mir kommt es immer so vor, als ob der Schweizer Einfluss da doch ein bisschen größer ist, aber das mag ja täuschen. Und dann habe ich hier eine Kiste mit
einzeln gedruckten von irgendeinem Workshop. Hat zumindest den Charakter eines Workshops so Druckerzeugnisse, die, das war jetzt ein bisschen wenig Comic, aber hier seht ihr, ja, die schon den Anspruch haben, Comics zu sein. Und die wurden dann in dieser Kiste hier gesammelt. Dann habe ich hier ein Bündel von illustrierten Klassikern, die sich nicht einer bestimmten zeitlichen Epoche zuordnen lassen, wie zum Beispiel hier die Zeitmaschine, Robo der Sieger oder so weiter, die ersten Menschen im Mond. Na gut, das ist ja Science Fiction, Tausend und eine Nacht. Also, ich weiß nicht, da hatte ich irgendwann mal so einen Run, dass ich gedacht habe, das sind billige Reprints. Also im Original kosten die Dinger auch noch richtiges Schweinegeld. Aber ich habe gedacht, ah, für ein Appel und ein Ei hätte ich die doch ganz gerne. Die sind aber häufig sehr gewöhnungsbedürftig, nicht zu sagen mies gezeichnet. Na, das sieht ganz ordentlich aus. Aber manche sind so richtig, richtig schlecht. Das trifft darauf jetzt vielleicht nicht zu. Aber versuchen also diesen Bildungsauftrag mal oder zu beweisen, dass Comics Bildung oder Literatur nicht unbedingt Widersprüche sind, aber auf eine zweifelhafte Art und Weise, auf eine sehr viel angenehmere Art und Weise machen das hier diese Goofy-Alben. Und das sind Literaturadaptionen. Goofy als Robinson Crusoe, der Unsichtbare, Frankenstein, Frankenstein, Wilhelm Tell, Jekyll als Dr. Jekyll, 20.000 Meilen unter der See. Ich habe ja des Öfteren schon mal anklingen lassen, wie lustig ich diese Goofies finde. Und das sind jetzt nicht alle, die sich zeitlich einordnen lassen. Die habe ich wieder woanders. Dann ein Magazin, das leider, wie der Titel hier schon sagt, The End, nach der vierten Ausgabe hoffentlich vorläufig nur abgeschlossen war, ist Full Bleed. Full Bleed heißt bis zum Rand gedruckt sozusagen. Und das war, startete als The Comics and Culture Quarterly, also sollte vierteljährlich erscheinen und ist im Prinzip ein Comic-Magazin, also mit Comics und Sekundärkram in einem Hardcover. Blab World. Ist eine Edition mit Kunst so Richtung Rhein-Heschka und solchen Kollegen, die diese grelle Art und Weise pflegen, mit der diese alte Pulp-Art wiederbelebt wird und wieder gefeiert wird. Also im Wesentlichen sind das Kunstbände, aber halt mit deutlichem Comic-Bezug. Dann ein Band. Ach so, ja, und jetzt kommen hier ein paar Comics, die ich da vor allem erstmal reingestellt habe, aufgrund ihrer Größe. Jetzt muss ich das vielleicht machen. So, da haben wir, jetzt machen wir erstmal die Bücher vielleicht doch mal weg, von Matthias Gnehm. Paul Korks Geschmack. Und vom Reprodukt Verlag diese Sammlungen von einseitigen Comics, die zuvor in Le Monde Diplomatique erschienen sind, aber nicht auf Französisch, sondern eben auf Deutsch. Und ganz unterschiedliche Künstler miteinander vereinen, die eben halt auf einer Seite eine Geschichte erzählen oder nur eine Idee andeuten oder ja, wie auch immer, eine Atmosphäre schaffen, was man halt so auf einer Seite manchmal schafft oder auch nicht schafft.
und treten halt schon irgendwie an mit dem, was hier der Titel verspricht, nämlich Comics zur Lage der Zeit. So, dann vom Insektenhaus Verlag die ganz fantastische, der ganz fantastische Comic über Van Gogh. Die Diamant-Edition von Die lebende Tote. Und ein überformatiges, altes Buch von der Edition Alphons mit Science-Fiction-Comic Der Ruf der Sterne von Enki Bilal. Ja, jetzt darf ich doch mal eine Seite hier aufschlagen. Also, das ist natürlich die wahre Pracht, wenn man Enki Bilal in dieser Übergröße da hat. Dann hier von Jodorowsky. Jodorowsky und Book, The Shadow's Treasure. Das ist aber eigentlich kein Comic, sondern immer eine Illustration mit einer, mit einem Text gegenüber. Dann konnte ich mir das nicht verkneifen. Von Marvel, dieses Überformat von dieser Silver Surfer-Geschichte mir zuzulegen. Also eine von Stan Lee geschriebene und von Möbius illustrierte Story. Leider mit einer ein bisschen komischen Kolorierung, wenn man die mit der alten Kolorierung da vergleicht. Weiß man nicht so genau, was sie da angestellt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was mich gestört hat, aber auf jeden Fall ist die Kolorierung hier ein bisschen zweifelhaft. Und dann haben wir noch ein, ja, mehr Kunstband als Geschichtsband Angel Claws von Möbius und Jodorowsky. Mit großformatigen Illustrationen und gegenüberliegendem Text, so ein bisschen wie bei dem anderen Band halt auch. So. So, und oben auf diesem kleinen Schränkchen haben wir einmal eine Box of Shame, das heißt die drei fetten Bände hier mit Comics von Andy Campbell, überwiegend autobiografische Natur, habe ich leider noch nicht gelesen. Ihr solltet Andy Campbell kennen von From Hell, geschrieben von Alan Moore. Dann nebendran die vielleicht beste Anthologie aller Zeiten, nämlich Mom. Da haben sich verschiedene Künstler austoben dürfen. Überwiegend sind das Fortsetzungsgeschichten. Ein paar abgeschlossene sind zwar auch immer dabei, aber wenn ihr wirklich alles fertig lesen wollt und so weiter, dann es ist schon empfehlenswert, dann mehrere aufeinanderfolgende Momes sich zu organisieren. Ich habe mittlerweile, das hat eine Weile gebraucht, bis ich die alle irgendwie auftun konnte. Mittlerweile habe ich sie alle. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Die sind aber in Arbeit. Also, und sehr lohnend, kann ich nur sagen, soweit. Und das war schon mal eine ganz gute Sache gewesen, dass ich die alle zusammen an Land gezogen habe. Okay, und beenden können wir das heutige Video mit meiner Anders Nielsen-Sammlung. Den Menschen feiere ich ja nur immer wieder und immer wieder. Und Tangs war ja einer meiner Nominierungen für den diesjährigen Golden Stan. Also sollte euch das eigentlich nichts Unbekanntes mehr sein. Hier habe ich noch Dogs in Water von ihm. Eine wirklich rührende, ja, Erinnerung, ein Buch zur Erinnerung an seine Verlobte, die an Krebs gestorben ist. Und hier eine weitere Geschichte, mit der er versucht, damit klarzukommen. Und er ist nicht damit klargekommen. Aber so Trauerbewältigung in Comicsform, The End. Wenn ihr nah am, also wenn, also das ist sehr ergreifend und auf eine ganz eigene Art und Weise. Und dann noch Rage of Poseidon.
bisschen mehr experimentelles Zeug von ihm. Ich habe das gesehen, da will irgendjemand einen Wahnsinnspreis für das Buch. Den müsst ihr nicht löhnen. Guckt lieber, dass ihr an Tangs rankommt oder vielleicht auch The End euch besorgt. Anders Nielsen ist auf jeden Fall ein Name, den ihr euch merken solltet. So, und jetzt, das war's schon für heute. Und nächstes Mal werden wir nach links hier schwenken zu dieser Wand von Comics. Ui, also es wird bunt. Aber ich glaube kaum, dass ich das im nächsten Video alles schaffe. Aber mal sehen. Bis zum nächsten Dienstag. Macht's gut.